Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Deutschland. Und ich möchte zuerst einen Hinweis geben. Ich benutze jetzt ein neues Programm zum Bearbeiten meiner Videos. Das heißt, ich möchte jetzt von euch wissen, ja, das könnt ihr, ihr schaut euch das Video jetzt 5 bis 7, 8 Minuten an und gebt mir dann bitte Feedback, wie die Videoqualität ist, ja. Es geht mir nicht mal ums Audio, Audio ist wie immer, das sollte eigentlich nicht verändert sein. Mir geht es wirklich nur um die Videoqualität, ja. Wie ist das Bild? Ja, in 1080p ist es in Ordnung. Schau dir auf dem Handy, schau dir auf dem Desktop, also auf dem PC. Würde mich sehr interessieren. Weil, wenn die Qualität passt, um euch das mal kurz zu erklären. Ich habe ja bis jetzt Adobe Premiere Pro benutzt. Das kostet allerdings im Monat einen ziemlich beträchtlichen Betrag. Das Programm, wo ich jetzt habe, das heißt Filmora, habe ich zufällig durch eine Werbung gesehen. Und kostet das, was Adobe im Monat kostet, im Jahr. Und es gibt die Möglichkeit, ne, nicht mal, sogar billiger. Sogar billiger im Jahr als Adobe im Monat. Das war so nicht geplant. So. Und was dazu kommt, man könnte sich das sogar Lifetime holen, eine Lizenz, die nur unwesentlich teurer ist wie eine Monatsgebühr für Adobe. Also, das heißt, wenn das Programm jetzt meinen Vorstellungen entspricht, was es soweit tut, weil ich es so angeguckt hatte, ich finde es eigentlich schon mal sehr geil, so von den Features, was es bietet und von der Übersicht, vom Handling, hat es auf alle Fälle was gut, richtig gut was drauf. Gibt auch schon viele positive Bewertungen. Das heißt, wenn das Programm mir entspricht und auch euch qualitativ entspricht, ja, wenn ihr sagt, das ist in Ordnung, dann werde ich mir das holen. Dann kann ich auch hier, weil ich habe jetzt so ein bisschen so das Problem, wenn ich so jetzt ein, zwei Tage keine Lust habe, Video zu machen, ja, dann habe ich so das Problem, habe ich ein Programm, wo ich einen Haufen Geld für zahle, was ich allerdings nicht benutze. Ja, das ist so eine kleine Situation für mich. Das ist auch der Grund, warum die letzten zwei Wochen kaum Videos kamen. Einfach, weil ich keine Lust hatte, mir das Adobe, die Lizenz von Adobe zu verlängern. Ja, deswegen habe ich jetzt irgendwo mal nach einer Lösung gesucht für mich, ja, dass ich Videos machen kann, wie ich Bock habe, ohne dass ich immer mir Gedanken drum machen muss, verlängere ich jetzt die Lizenz oder verlängere ich sie nicht. So, aber genug geredet. Dankeschön erstmal für eure Mithilfe. Wir befinden uns wieder mit Deutschland im Jahre 2017. Ja. Haben natürlich die Schweizer in unser Reich eingegliedert. Ja, Angela Merkel ist zur Kriegstreiberin. Ah, darf ich das Gesicht schon sehen? Angela Merkel ist zur Kriegstreiberin geworden. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt AfD gewählt werden würde, würde dann auch die Dinge hier, das Face sich ändern? Wäre interessant zu wissen. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Bin ich jetzt gerade mit überfragt. So, wir befinden uns im Patch 1.31, dessen Namen ich vergessen habe. Es ist auf alle Fälle der mit dem... Gut, ich habe eh alle DLCs drin. Also wenn ihr mal die Frage habt, hey, spielst du mit DLCs? Ich habe ja alle DLCs, weil ich habe die... Marshall Edition heißt die, glaube ich. Es war auf alle Fälle die teuerste. Ich habe die allerdings auch eine ganz lustige Story. Ist ja eigentlich in Deutschland gesperrt, diese Marshall. Ich habe nämlich nicht die deutsche, ich habe nämlich nicht die zensierte Version, ich habe die Originalversion unzensiert. Ich war nämlich einer der wenigen, die tatsächlich, also ich habe das direkt, wo es angekündigt wurde, habe ich es mir gekauft. Hab's auch direkt aktivieren können, weil ich den Key instant bekommen habe. Und zu dem Zeitpunkt gab es den Region Lock noch nicht für die Version. Und alle, die es danach, am Tag danach gekauft haben, wurden gelockt. Die konnten die Key nicht aktivieren. Und mussten sich die zensierte deutsche Version kaufen. Ja, das heißt, ich habe das Ganze umgehen können. Jetzt mal ganz ehrlich, diese Infanteriedivision, die interessiert noch keinen Schwein, oder? Geht mal weg. Also mal ganz ehrlich, so. Als nächstes wollte ich ja Österreich befrieden, ne? Ja, Anschluss 2.0 mit Österreich. Ich habe nur eine Armee, oder was? Gott, Deutschland ist halt richtig am Arsch. Die Sounds finde ich hingegen richtig geil. Ich weiß auch nicht, es kann sein, dass hier irgendwo im Video ein Wasserzeichen drin ist. Glaube ich zumindest. Kann sein. Sollte das zu störend sein, dann werde ich da was gegen machen. Wenn eins drin ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ja, das wird dann, das ist dann halt dieser Schutz oder dieser Hinweis, dass man keine freie Version hat, also keine gekaufte Version. Das wäre dann weg, wenn ich mir sie kaufen würde. Ja, wie gesagt, das hängt an eurem Feedback. Deswegen bitte ich euch drum auch um Feedback in dem Fall. Und natürlich, wie immer, wenn es euch gefällt, gebt Daumen nach oben. So, wir brauchen Waffen. Ja, Deutschland ist zwar militärisch... Gut, Deutschland ist eigentlich militärisch am Arsch, ne? Das ist sogar historisch völlig korrekt. Deutschland hat ein Arschmilitär, nämlich komplett für den Arsch. Das deutsche Militär ist scheiße wie nie. Deutschland hat zwar eine massig Soldaten, ja, Deutschland hätte auch Riesenpotenzial, aber das deutsche Militär ist am Arsch zur Zeit, ja, mal von den Soldaten abgesehen, weil dadurch, dass Deutschland halt lange Zeit Wehrpflicht hatte, gibt es halt viele Soldaten, die im Kriegsfall eingreifen könnten, ja, das heißt, Deutschland hätte viele Soldaten unter Waffen, könnte viele unter Waffen stellen, könnte, hätte auch Leute, die schon mal wissen, wie man schießt, ja, die wissen schon mal, wie sie die Waffe halten müssen, das ist schon mal ein Vorteil, den viele andere Länder zum Beispiel nicht haben.
Allerdings, was die Ausrüstung angeht, könnte Deutschland wahrscheinlich nicht mal gegen Luxemburg standhalten, ja? Übrigens, danke für den Hinweis, dass Liechtenstein armeetechnisch irgendwas hat. nee, Liechtenstein hat keine Armee. Danke für den Hinweis, für den Kommentar, für die Aufklärung. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn ihr mich als Vollnoob aufklärt. Ja. Gut, ansonsten schauen wir mal, dass wir natürlich militärisch. Ich bin ein großer Lazarett-Fan. Ansonsten gucken wir mal Army Experience, sollte man irgendwie nochmal. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier militärbaumtechnisch dann. Ach, guck mal, das ist jetzt hier so schön ein bisschen hervorgehoben. Ja, keine Ahnung, ob man das jetzt unbedingt braucht. Davor war es ja so orange. Fand ich übersichtlicher, aber hey. Wenn ihr Zeit habt zum Rumspielen, dann sei es euch gegönnt. Kann ich das jetzt hier aktivieren? Was passiert, wenn ich das jetzt machen würde? Geht nicht, weil ich jetzt aktuell was erforsche. Okay, gut. Beantwortet die Frage auch schon mal. Ich habe wieder Free Military Factories, interessiert mich gerade nicht. So, militärisch. Wir sind hier sogar noch. Ey, also ganz ehrlich, das finde ich in der Mod total scheiße. Das ist total unlogisch. Was hier Software-Stuff angeht, ist Deutschland irgendwo. Also softwaretechnisch sehe ich Deutschland schon weiter vorne. Ey, die machen hier Deutschland wieder schlechter, als es ist, ja? Also ganz ehrlich, das ist so nicht korrekt. Also für alle, die sich fragen, warum zurzeit so wenig Videos kommen, warum ich keine Lust habe. Ich habe es ja letztens schon gesagt, ich spiele zurzeit viel Warframe. Und ich finde nicht, dass Warframe ein Spiel ist, wo man Videos zu machen kann. Es gibt Leute, die machen Warframe-Videos, aber das sind halt eher so Build-Videos, also Builds oder Tutorials und Stuff da. Also ich sehe Warframe nicht als Spiel an, wo du Let's Play oder Gameplays zu machst. Ja. Deswegen möchte ich den Kanal nicht für sowas hernehmen. Auch wenn ich sicherlich für Leute, die Warframe spielen, sicherlich nicht den schlechtesten Content machen würde, eben weil ich halt ziemlich viel spiele und mich deswegen auch gut auskenne in der Zwischenzeit. War schon länger, ich habe ja davor auch schon mal letztes Jahr auch schon mal hunderte Stunden, wenn nicht sogar mehr, gespielt. Ich exportiere. Was ist denn das für ein Schmarrn? Warum exportiere ich denn alles? Das geht mir nicht auf die Nerven. Das ist wieder totaler Käse. Hier, die haben jetzt übrigens alles geändert. Hier sieht alles scheiße aus jetzt. Das ist ja schlimmer als davor. Ist das von der Mod? Gott, ist das grässig, ey. Okay, brauchen wir erstmal das Ding für Army Experience. Ach nee, Schmarrn, das war das Falsche, oder? Nee, das war das Richtige. Okay, jetzt wollte ich schon sagen, jetzt habe ich das Falsche genommen. Nee, das war das Richtige. Okay, ich würde gerne von der Merkel weg. Ich hätte gerne die Hohenzollern. Ja, ich möchte gerne wieder hier den Georg Friedrich von Preußen. Ja, ich hätte. Oh, der dritte Weg? Nationalsozialisten, Faschisten, so alles dasselbe. Und die AfD ist reaktionär wie Russland? Hm, das ist interessant. So, nächstes ist so interessant wie der Krieg gegen Österreich. Austria. Wer ist denn hier an der Macht? Die ÖVP, die Österreichische Volkspartei. Ja. FPÖ. Freie Partei Österreichs. Was haben wir noch? SPD, Soziale Partei Österreichs. Oh, hier die neuen Waffen sind geliefert worden. Das deutsche Equipment wurde verbessert, mein Führer. Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen. Das werde ich auch hoffen. So, was haben wir hier? Oh, Body Armor ist auf alle Fälle immer eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob die KI auch tatsächlich alles erforscht. So, genug geredet. Die nächsten Opfer sind Österreich. Und dann werde ich, denke ich, mal Bosnien und Herzegowina. Wo gibt es hier mehr Ressourcen? Gut, tatsächlich wäre Montenegro hier am interessantesten, was Ressourcen angeht. Was egal ist, ich werde mir hier eh alles geiern, wenn es soweit ist. Ja, ich werde hier einmal schön drüber fahren. Hier das komplette Eckel würde ich mir snacken. Und danach geht es dann Ukraine. Ich muss mal entnehmen, was ich kriegen kann, ja. Ja, genau. Ich muss mal entnehmen, was ich kriegen kann, genau. Und wieso kann ich das nicht erforschen? Ach, weil er das noch erforscht. Käse. Ich muss mich halt aufbauen, weil wenn ich dann irgendwann mal aus den Hato austreten will und nicht vernichtet werden möchte, dann sollte ich auf alle Fälle eine gute Wirtschaft, gute Ressourcenlage und starkes Militär haben. Weil wie wir sehen können, die Franzosen, die Baguettes, ja, die haben viel mehr Militär wie wir, obwohl sie weniger Factories haben, ja. Naja. Wie gesagt, es gibt Mods, die sind besser gebalanced, aber die haben halt hier so ein großes Projekt am Start, so viele Pläne und Ziele und. Ist da gerade eine Hauptstadt aufgeploppt? Oder bilde ich mir das? Dann bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. So, ansonsten, wie lange dauert es noch, bis wir Österreich vernichten dürfen? Gut, vernichten hört sich so böse an. Eingliedern. 19. Dezember, ach ja, ist ja gleich um die Ecke. So, wir fahren halt einfach rein. Habe ich echt keine Armee mehr?
Nicht, dass ich die irgendwo versteckt habe. Nee, das ist halt alles, ne? Gut, ich möchte eh nur die Hauptstadt. Was ich allerdings machen kann, ist... Achtung! Danach, wenn wir das haben, stoßen wir auf Linz vor. Und danach stoßen wir auf Salzburg vor. So. No Divisions. Warte mal, jetzt mal rein in die Reserve. Wenn ich... No Divisions. Ach, warte mal. Warte mal, stopp, warte mal. Machen. Warte mal. Also du... Und dann die Jungs hier, ja? Die sollen ja dann... Einfach, ah, der Stoß dann einfach weiter vor. Machen wir es einfach so. Mehrstufiger Angriffsplan funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die haben ja auch so nichts. Ja, das ist Frühstück für mich. Apropos Frühstück. No National Focus Set. Das muss man natürlich ändern. Ansonsten haben wir wieder Military Factories Free. Da natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Waffen upgraden. Das sollte jetzt erstmal an erster Stelle liegen. Was hat Österreich eigentlich ressourcentechnisch zu bieten? Nichts. Null. Österreich ist richtig am Arsch. Haben ein bisschen Factory-technisch was. Gut, meine Freunde. Call Allies. Just in case. New War, yay. So, apropos hier direkt ausführen. Nicht, dass mir hier irgendwelche Käsefüße zuvorkommen. So. Wir machen kurz den Tag-Nacht-Wechsel aus. Das wurde ja mal gewünscht. Ich halte mich natürlich auch dran. So, wir befinden uns hier im 20. Dezember 2017. Ende 2017. Deutschland hat völlig überraschend, hust, hust, Österreich den Krieg erklärt und marschiert bereits auf die Hauptstadt Vienna zu. Ich berichte hier live aus der Luft und kann Ihnen bereits sagen, der Krieg ist eigentlich für Österreich schon gewonnen. Verloren. Wir haben hier noch eine Panzergrenadierbrigade. Die hat sich hier derzeit in... Genau, weiter positioniert. Versucht hier sich zu verteidigen, so gut wie es geht. Ist allerdings von mehreren deutschen Infanteriedivisionen eingekreist. Panzersupport wäre im Zweifel auch noch verfügbar. Ansonsten sind die Truppen Österreichs weit, weit versprengt im hinteren Teil des Reiches, österreichischen Reiches natürlich. Salzburg könnte demnächst auch fallen, habe ich gehört. Ja, die deutschen Truppen marschieren hier natürlich jetzt ohne jede Resistenz. Durch das österreichische Territorium. Ja, das nennt man dann auch Fliegenkrieg, ja, weil die sterben wie die Fliegen. Also die Österreicher. Ja, wir schauen uns mal kurz die Verlustrate an. Deutschland hat keinen Verlust gemacht und Österreich hat bereits 1000 Mann verloren. Während hier die deutschen Truppen bereits Salzburg eingenommen haben, dann ist der Krieg beendet. Ja, war ein großartiger Krieg. Wir hatten alle sehr viel Spaß. Take all states. Dankeschön dafür. Ciao. So, 37%. Wunderbar. So, als nächstes ist Bosnien dran. Ja, die liegen einfach am besten. 200 Tage. Machen wir mal das hier. So viel kann ich... Ich möchte mehr machen, weil das hält die Warscore niedriger. Wenn ich nämlich Provinzen erobere oder dann halt später nehme, auf die ich Wargoal habe. Das hält den World Tension niedrig. Und wie gesagt, unter 75% World Tension. Kann ich den Krieg erklären, ohne dass die irgendeinem Bündnis beitreten? Und die NATO wird ja sowieso nichts machen. Also, wir bauen hier direkt mal die Front. Oh, nein, warte mal nicht. Ach nee, warte, das geht ja gar nicht. Das sind ja hier keine Verbündeten. Bäh. Ist natürlich ärgerlich. So, wo wir gerade von ärgerlich reden. Das ist schön, meine Freunde. Stoß zu euren Kampfgenossen. Was ist genau das Problem? Wir brauchen Mechanized. Wir bauen noch Mechanized, oder? Wahrscheinlich nicht. Doch, bauen wir. Das Problem ist, wir haben natürlich kein Eisen. Ich muss mal die Wirtschaft ändern irgendwann mal bei Gelegenheit. Free Trade ist nämlich totaler Bullshit. Wir brauchen Exportfokus. Weil Free Trade ist Bullshit. Ja, das ist vielleicht ganz nice für ein, zwei Sachen, aber ist eigentlich totaler Bullshit. Wie gesagt, wir brauchen Exportfokus. Die Musik ist gechanged oder auf alle Fälle neue Musik hinzugekommen. You don't invite me to Counter-Strike when I'm playing Hearts of Iron, you... Piep! Spiel ich gar nicht. Ich habe seit Jahren kein Counter-Strike mehr gespielt. Counter-Strike ist einfach ein schlechtes Spiel geworden. Ey, ich würde mir wünschen, dass man festlegen kann... Wirklich, das ist das dümmste Feature. Du kannst nicht festlegen... Ich kann dir das nicht mal anklicken, by the way. Das ist das dümmste Feature, meiner Meinung nach. Dass man nicht einstellen kann...
dass man nicht einstellen kann, wie viel exportiert wird. Das geht mir übelst auf die Nerven. Und wenn mir was auf die Nerven geht, dann muss es schon echt schlimm sein, weil ich bin eigentlich niemand, der sich hier grundlos aufregt. Auf alle Fälle natürlich jetzt vielen Dank an die Schweizer Genossen, die österreichischen Genossen für die Bereitstellung ihrer Wirtschaftskraft. Sage ich jetzt einfach mal. Hört sich jetzt natürlich wieder böse an, als es gemeint ist. Gut, vielleicht ist es auch böse gemeint. Ich danke dennoch den Kollegen aus Österreich für die Bereitstellung ihrer Macht. Ja. Finde ich auch schön, das juckt keiner. So sieht Deutschland auch viel schöner aus, ja. Es ist das Mini-Krebsgeschwür. Ups, habe ich da etwa gerade meinen Namen in den Dreck gezogen? Vielleicht? So. Ich denke, wir werden jetzt hier dann irgendwo gleich an dieser Stelle hier pausieren. Und werden uns dann im nächsten Video wiedersehen. Das wäre dann sicherlich demnächst die Tage, je nach, sobald ich mich entschieden habe, ob ich das Programm jetzt kaufe oder nicht. Ne? So, auf jeden Fall danke ich euch schon mal für dieses fürs Feedback, was ihr auf alle Fälle da lassen werdet. Ich kenne euch ja. Und freue mich auf... Warum habe ich... Ach, ich brauche von denen so viel oder was? Und freue mich auch für die Aktivität und alles andere und generell sowieso. Ja, Hearts of Iron ist ja immer nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele auch tatsächlich. In meiner aktuellen Steam-Library. Ich habe ja auch im Steam-Sale zugeschlagen. Ich habe mir ein paar Spiele gekauft. Mal gucken, ob ich vielleicht das ein oder andere mal spiele. Weiß ich noch gar nicht. Mal gucken. 1990er Panzer, Alter. Wow. Die träume ich halt massiv. Deutschland hat halt so schlechtes Militär. Naja, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ich nochmal zuschauen sage, dann schneide ich mir die Adern nicht auf. Also, mach's gut. Tschüss.